VUCA ist ein Kunstwort aus den späten 80ern. Da betitelte das amerikanische Militär mit VUCA die unplanbaren Bedingungen des modernen Krieges. Heute, 30 Jahre später, sprechen auch alle anderen. Manager, Politiker, Soziologen, Berater von einer VUCA-Welt. Das Akronym VUCA setzt sich zusammen aus den vier Begriffen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Ich bin Emanuele Soavi und ich bin Italiener, aber ich wohne in Deutschland. Also ich weiß es nicht mehr, wenn ich bin Italiener oder Deutsche, weil es schon eine lange Zeit. Ich war Tänzer und jetzt ich bin mehr und mehr Choreografer oder Performer, ich will so sagen. Ich bin Achim Konrad, ich bin Schauspieler, Regisseur, Theaterproduzent, Tanzproduzent. Panik, Panik, Panik. Bleib in der Wohnung. No, das ist, ich meine, für mich sind auch interessant jetzt im Moment, ich kommuniziere viel mit anderen Menschen in der Welt, aber klar, speziellerweise in Italien. No, und dann ich sehe auch den Unterschied zwischen, was passiert genau hier in Deutschland, auch von Regierung und so, no, Organisation und System, was ist passiert genau zum Beispiel in Italien und diese Panikkonzept, wie läuft im Moment, ich finde, das ist absolut eine von den ersten Klischees. No? Und speziellerweise mit uns als Theater oder so bereit, Kultur ist sofort zu, mach mal zu, no? Weil da ist absolut gefährlich. So, das ist auch Kultur, Theater gefährlich. No? Das ist für mich im Moment der große Klischee. Ich glaube, wir hier in Deutschland, wir brauchen selten Mut. Ne? Natürlich braucht man einen kleinen Mut, um Dinge zu sagen, die vielleicht nicht so angenehm sind, ja? oder um sich ein bisschen mal auch ins Abseits zu stellen oder von was abzusetzen, von dem Mainstream, braucht man immer wieder ein bisschen Mut, um selbstständige Künstlerin oder Künstler zu sein, braucht man ein bisschen Mut. Ja? Also das ist alles irgendwie Mut, aber in der Konfrontation mit den wirklichen Ängsten, die da drin toben und die da draußen sozusagen geschürt werden, braucht man jetzt vielleicht ein bisschen mehr Mut. Wir sind auf jeden Fall schon in einem Experiment, weißt du, und ich bin ein Teil von diesem Experiment und ich nehme jetzt diese Möglichkeit zu, ne, in diese Richtung zu experimentieren. Und was wir dann, wie mal schauen, ist nicht jetzt wichtig zu wissen schon, was ist der Punkt, was ist der Goal oder der Ziel, aber ich bin dran und ich bin jetzt in diesem Experiment. Ich würde sagen, ist die Menschheit systemrelevant? Die Menschheit ist systemrelevant und es wäre doch wichtig, dass wir unsere Spezies erhalten. Wenn man sich darauf einigt, dann würde ich sagen, ist die Kultur Teil dessen. Und dann ist sie automatisch systemrelevant. Was bringt uns und was denken wir uns als Konzept Solidarität heute? Ist Solidarität wirklich etwas, wo steht in alle? Ist Solidarität auch ein Weg, mehr berühmt zu sein oder mehr speziell zu sein? Kann Solidarität und Profit überhaupt zusammengehen? Können wir Solidarität kriegen? Ne? Weißt du? Wird Solidarität vererbt? Wäre Solidarität nicht mehr möglich? Ist Solidarität messbar? Ist Solidarität, wenn ich gebe dir meine Hand, dass Solidarität auch die Leute trennen? Ist das wichtig, Solidarität? Wem nutzt Solidarität? Ist Solidarität politisch? Braucht Solidarität immer einen Adressaten oder eine Adressatin? Oder ist Solidarität auch Konkurrenz?
Kann Solidarität Krisen bewältigen?